Ja, hallo, liebe Leute. Zur 11. Folge Victoria 3. Wir sind im vergrößerten Baden. Wir haben uns ja in der letzten Folge die Ostschweiz einverleibt. In einem Mann-gegen-Mann-Kampf, so gesehen. Weil sich alle Großmächte rings um uns herum, egal ob Frankreich, Österreich, Preußen oder sonst wer, sich rausgehalten haben. Es waren nur die Badener gegen die Schweizer. Und wir haben das sehr heroisch gewonnen. Also wir haben sie niedergeschlagen und haben die Ostschweiz eingenommen. Sind aktuell dabei, die Ostschweiz zu inkooperieren. Das müssen wir tun. Also Länder, die man einnimmt, sind erstmal nicht inkooperiert. Das heißt, die gehören nicht zum Staatsgebiet. Und das bedeutet, die haben keinen Zugang zu Bildung, die können nicht an Wahlen teilnehmen, die zahlen keine Steuern, das ist besonders schlimm. Und das ist einfach nix, ne? Und dann muss man die 5 Jahre lang inkooperieren und damit gehören die dann zum Staatsgebiet und dann sieht das Ganze schon deutlich besser aus. Da sind wir aktuell dabei, es sind jetzt noch 4 Jahre verbleibend, man sieht hier schon, es wird schon ein bisschen besser. 18% sind sie schon inkooperiert hier. Das bedeutet, wir kriegen schon ein bisschen Geld und so, aber es ist noch nicht wirklich berauschend. Genau, das Zweite ist, wir haben schon wieder eine Revolution vor der Tür. Die kommt aber erstaunlicherweise nicht. Wir versuchen ja gerade wieder die Parlamentarische Republik einzuführen. Das bedeutet, die Monarchie abzuschaffen. Da habe ich eigentlich mit einem Aufstand gerechnet. Der Aufstand ist aber aktuell eher in dieser Protestbewegung zu finden. Die möchte, dass wir den Agrarismus beschließen. Und darauf habe ich ja wirklich überhaupt keinen Bock. Wir haben schon den Interventionismus, den ich viel besser finde als den Agrarismus. Noch besser finde ich Laissez-faire, aber das geht aktuell noch nicht, beziehungsweise ging schon, aber wir sind dabei, die Parlamentarische Republik zu beschließen. Einfach, weil die Laissez-faire einfach 50% Beitrag zum Investitionsfonds gibt und das ist halt geil. Je mehr Geld in den Investitionsfonds fließt, desto günstiger können wir bauen. Ihr seht hier oben, wir machen aktuell wieder minus 7.500, was einfach daran liegt, dass wir aktuell mit 10.000 bauen. Wir bauen an unserer Stromversorgung. Und wenn der Investitionsfonds leer ist, geht es halt auf die Staatskasse. Aber der Agrarismus gibt uns weniger Beitrag in den Investitionsfonds als der Interventionismus. Deswegen will ich den unbedingt behalten. Aber da gibt es eine Protestbewegung. Oh, da ist die zweite Protestbewegung. Da ist sie ja jetzt, die Monarchie bewahren möchte. Oh Gott, jetzt wird es ja wieder. Das wird wieder eine heiße Folge, glaube ich. Da wandern wir wieder auf dem Grat der Revolution. Mal gucken. Mal gucken. So, wir haben hier nach wie vor 64,5% Aufruhr in der Ostschweiz. Klar, wir kommen gerade aus dem Krieg. Wir müssen die jetzt erstmal inkooperieren. Sie sind verarmt. Die müssen auch erstmal an unserem Lebensstandard teilhaben. Aber auch das können sie erst vernünftig, wenn sie inkooperiert sind. Das heißt, da müssen wir mal gucken. Ja, hier haben wir nämlich einen Standard von 17,2 in Baden. Was uns natürlich den All-Over-Lebensstandard auf 15,6 runterdrückt jetzt. Das heißt, die Ostschweiz hat uns deutlich runtergezogen. Wir waren mal auf 17, beziehungsweise über 17, aber das hat uns jetzt ziemlich gekostet. So, dann fehlt es uns an Bürokratie. Das ist auch nicht gut. Da müssen wir mal gucken. Da werden wir unsere Regierungsgebäude vermutlich ausbauen müssen. Wir können da, glaube ich, nichts mehr umstellen. Bezüglich Aktenschränken oder sowas. Nein, wir sind schon auf dem standardisierten Ablagesystem. Für die Telefonzentralen sind wir noch zu früh. Das heißt, wir werden es ausbauen müssen. Für mehr Bürokratie, die werden wir auch brauchen. Denke ich. Und dann sind Waren knapp. Es mangelt uns an Färbemittel. Gut, das kennen wir ja nach wie vor, ne? Dass wir ein großes Färbemittelproblem haben hier. Ich fände es traumhaft, wenn wir an einen Hafen kämen hier unten. Dann könnten wir die Zollunion verlassen, weil das ist ein Punkt. Wir sind ja in der französischen Zollunion. Und das macht uns tatsächlich Probleme. Ich wäre lieber eigenständig, ehrlich gesagt. Ich weiß, viele sehen das andersrum. In der Zollunion hast du viel weniger, hast du es leichter. Und das stimmt am Anfang auch, weil du halt auf viel mehr Waren zugreifen kannst. Aber wenn du mal eine gewisse Größe erreicht hast und einen gewissen finanziellen Spielraum, dann finde ich es besser, wenn man seinen eigenen Markt hat, weil dann kann man alles schön aufeinander abstimmen. Aber gut,
Die Chance haben wir aktuell noch nicht, weil wenn ich den Markt jetzt verlasse, haben wir ein richtiges Problem. Dann komme ich nämlich an so Sachen wie Färbemittel überhaupt nicht mehr ran, weil wir keinen Hafen haben, um das irgendwo aus Übersee zu importieren. Das heißt, aktuell sind wir noch sehr angewiesen auf den, auf die Zollunion. So, was haben wir denn jetzt hier? Eine Stimme, die sich für den derzeit aufkommenden Liberalismus ausspricht, hat Anklang bei einer Interessensgruppe gefunden, bei den Kleinbürgern. Sind die nicht voll dagegen eigentlich? Die Kleinbürger sind doch eigentlich... Moment mal, kann ich mal gucken. Wo konnte ich das denn jetzt wieder sehen? Hier wahrscheinlich irgendwie. Worauf die so stehen. Ach hier, ja. Ja, die sind nämlich... Gut, die Parlamentarische Republik, da sind sie wenigstens neutral, aber sie finden natürlich die Monarchie toll. Sie sind auch gegen den Multikulturalismus, ja. Die sind gegen alles, was wir eigentlich so haben, ne? Kopfsteuern finden sie hingegen gut. Ja, und dann finden sie Zensur toll. Ja, ist so ein bisschen, aber da kommt jetzt einer, der sich für Liberalismus ausspricht. Da bin ich jetzt gespannt. Da kann dann ein neuer Charakter erscheinen oder wir bekommen Minuszustimmung. Die sind aber schon bei -2. Dann gucken wir uns den neuen Mann doch mal an. Wobei ich nie weiß, wo der eigentlich auftaucht. Wahrscheinlich müssen wir jetzt bei den Kleinbürgern direkt gucken, ne? Ist der jetzt neu hier, oder? Ist das jetzt der gekommen ist? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ist aber auch ein Radikaler. Der findet aber ein allgemeines Wahlrecht voll gut. Vielleicht ist das... Vielleicht ist das für uns gar nicht schlecht. Er findet Meinungsfreiheit toll. Vielleicht zieht er ja die Kleinbürger jetzt mehr auf eine Seite, die uns gefällt. Weil ein allgemeines Wahlrecht ist nach wie vor auch etwas... was wir unbedingt behalten wollen. Wir haben es aktuell und ich will das auch unbedingt behalten. Wir haben auch den Multikulturalismus und wir haben die völlige Trennung. Also da bin ich eigentlich schon fast fertig. Wenn wir jetzt noch die Parlamentarische Republik kriegen, dann habe ich, was den Staatsapparat angeht, eigentlich alles erreicht, was ich für Baden eigentlich erstmal haben wollte. Wir haben öffentliche Schulen. Wir haben keine Leibeigenschaft mehr. Sklavereiverbot haben wir sowieso. Wir müssen da noch ein bisschen was für die Frauenrechte tun. Bei der Meinungsfreiheit wäre schon eine feine Sache. Da sind auch extrem viele dafür. Extrem viele. Plus 72,8%. Das ist heftig. Die einzigen, die dagegen sind, das sind mal wieder Kirche, Grundbesitzer. Es sind immer die gleichen, ne? Es sind immer die gleichen. Aber gut. Die Stromerzeugung ist fertig. Habe ich jetzt verpasst, ne? Ja, das Kraftwerk ist ausgebaut. Das heißt, wir bekommen jetzt 100 Strom. Wir gucken mal auf den Markt, was das dann bedeutet. Er wird... wir müssen neu sortieren hier. Moment mal. So. Ja, das ist halt genau das Ding, ne? Das ist so geil, ne? Es ist so geil. Wir haben jetzt dieses Kraftwerk schon ausgebaut. Wir haben noch keinen einzigen Verbraucher. In unserem Land, wir haben es noch nirgends angestellt und wir haben trotzdem schon doppelt so viel Verbrauch wie Angebot, weil sich halt die komplette Zollunion da bedient. Ich finde das grauselig. Aber wir können es nicht ändern. Damit müssen wir leben. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir weitere Sachen bauen. Das wäre nämlich das nächste Wichtige, glaube ich. Wir müssen auch gucken, dass wir finanziell... Weiß nicht, ob wir da schon vorsichtig sein müssen. Ich glaube, es könnte ein bisschen eng sein, ne? Aktuell. Wir haben einen riesen Bausektor hingestellt. Das ist halt tatsächlich ein bisschen das Problem. Die Bahn macht doch Gewinn. Ich schalte hier die Subvention mal aus. Das gibt uns mehr Geld. Zumindest mal eine Weile. Wobei ich glaube, dass... Moment mal, ich muss jetzt gerade mal gucken. Das schaltet sich jetzt erst um, ne? Ja, aber das passt. Das kriegen wir hin. So, und dann müssen wir mal jetzt gucken, wie wir das am geschicktesten machen. Ich guck mal in unser Geld. Eventuell müssen wir die Steuern ein bisschen erhöhen.
Weil in der letzten Folge habe ich von Geld wie Heu gesprochen. Das ist jetzt vorbei tatsächlich ein bisschen. Wobei wir immer noch 2 Millionen Rücklagen haben. Aber plus 4K ist nicht mehr so viel, wie es mal war. Wobei man dazu sagen muss, wir haben die Steuern auf einem absoluten Minimum aktuell. Und machen trotzdem plus 4K. Also es läuft schon noch sehr schön. Aber bauen haut jetzt halt immer ordentlich rein. So, wir gucken mal auf den Markt, wie es eigentlich aussieht. Schiffe und Opium interessieren uns nicht. Tee können wir auch nichts machen, genauso wenig wie bei Seide. Wein ist ein ordentliches Problem. Wein kriegt man aus Weizen- und Maisfeldern. Da habe ich... Könnte ich... Ja, wir könnten zumindest auf den Weizenfeldern mal gucken, ob man da was machen kann. Hier haben wir Roggenfelder, da geht das eh nicht, ne? Getreide ist halt auch teuer, das ist ungünstig. Da kann ich eigentlich nicht umstellen. Ja, wir machen sogar schon Wein. Wir machen sogar schon Wein. Getreide ist teuer, Wein ist teuer. Ich glaube, ich werde mal das Weizenfeld eine Stufe ausbauen. Das können wir auf jeden Fall mal machen. Und dann müssen wir gucken, was machen wir in der Schweiz? Die Bleimine ist halt schon auch eine gute Sache. So, wir bekommen die Ausweisdokumente. Mehr Besteuerungskapazität, das ist nie verkehrt. Blei ist halt auch extrem teuer auf unserem Markt, ne? Das wäre halt auch was, wo wir richtig Geld verdienen können. Ich glaube, ich werde auch die Bleimine noch ausbauen. Und wir hätten immer noch Luft im Bausektor, um was zu bauen. Das heißt, wir gucken nochmal auf den Markt. Papier ist halt auch extrem, ne? Holz sowieso, da haben wir aber eh Mühe, es sei denn, wir bauen den Holzfäller hier weiter aus. Holz geht, Hartholz ist halt brutal, ne? Oder? Tabak können wir nichts tun, wir müssen weiter am Strom drehen irgendwie. Naja, oder wir nehmen jetzt zuerst das Papier, weil Papier ist halt auch übertrieben teuer. Und Papier braucht nicht nur das Regierungsgebäude, Papier brauchen halt auch unsere Bewohner. Das ist auch ein Pop-Bedarf. Ich denke, ich werde die Papierfabrik... Auf die Papierbleiche können wir halt nicht stellen, weil wir kein Färbemittel haben. Wir bauen auch noch an der Papierfabrik, denke ich. Das ist dann ganz okay. Das wird jetzt nochmal richtig teuer werden. Aber so richtig teuer. Wenn wir jetzt mal in unseren Bausektor gucken, wir reden von minus 30.000. Das ist halt abartig, ne? Das ist halt abartig. Da ist der Investitionsfonds ruckzuck weg und geht direkt wieder auf unsere Reserven. Da müssen wir mal echt aufpassen, was wir machen. So. Die südstaatlichen Bevölkerung migriert nach Timbuktu. Na schön. Weiß ich jetzt nicht, was ich mit der Information anfangen soll, aber ist okay. Ostschweiz ist in Aufruhr. Ja, das wird aber besser. Glas und Papier ist teuer. Da arbeiten wir jetzt dran. So, und dann sind Kriegsschiffe und Opium teuer. Das juckt uns nicht. Okay, wir müssen jetzt mal gucken. Ich glaube, wir haben gerade das Glück, dass die Agrarismusbeschließer hier eine Revolution gestartet haben und bei 56 hängen. Weil die Monarchie bewahren wollen, die sind bei 79. Und die können offensichtlich keine Revolution starten, weil es schon eine gibt. Das kommt uns gerade ein bisschen entgegen. Da hoffe ich mal, dass das so bleibt. Weil ich würde die Monarchie schon gerne loswerden. Jetzt ist es sogar extrem, die Radikalität, ne? Aber es bildet sich keine Revolution, weil halt für den Agrarismus schon eine läuft. Die sind schon ganz schön radikal, die Leute, muss man schon klar sagen, ne? So, geht hier eigentlich der Aufruhr zurück? 61,3. Wie viel waren es am Anfang? War mehr, oder? War 4 oder 65? Naja, mal gucken, wenn es unter 60 ist. Der Lebensstandard steigt auch. Er ist schon um 1 gestiegen jetzt. Wir hoffen, dass wir die damit in den Griff kriegen. Wie sieht es hier eigentlich mit Bauern aus? Hier hat es auch noch 130.000 Bauern. Das ist eigentlich ziemlich gut. Eine Werkzeugfabrik, eine Tuchfabrik. Da haben wir überall schon durchgeguckt. Das läuft eigentlich. Die haben hier auch eine Papierfabrik. Ah, die läuft mit... okay, die macht sogar die Papierbleiche. Und das lohnt sich. Wir haben doch gar kein Färbemittel. Ja, wir können es mal ausprobieren, wenn wir das hier auch machen. 1,4.
2K. Es scheint sich sogar. Na, wir warten mal den Umschlag von Sonntag auf Montag ab. Ja, es bleibt offensichtlich bei 2K, obwohl Färbemittel jetzt bei plus 65% liegt. Naja, ach so, wir wollten ja das Regierungsgebäude noch ausbauen. Haha, das habe ich vergessen. Das müssen wir jetzt gleich machen. Das Weizenfeld ist ausgebaut. Leute sind schon angestellt. Aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, ne? Na gut, solange aber Werkzeuge sind mittlerweile auch teuer, da müssten wir auch mal was tun. Eigentlich müssen wir überall hinfassen. Und eigentlich bringt es fast nichts, weil wir halt auf dem Markt sind. In der Zollunion. Ja, es ist schwer. Wir gucken mal hier rein. Die Bleimine ist auch ausgebaut. Plus 75 kostet Blei, ne? Das ist Wahnsinn. Also diese Mine, die lohnt sich immer, glaube ich. Warum steht da eigentlich 1 plus 1? Jetzt muss ich gerade mal was gucken. Was ist hier passiert? Noch ein Revolutionär. Der kommt jetzt für die Landbewohner. Kriegen die auch einen neuen Vorsitzenden? Ist für mich auch in Ordnung. Den gucken wir uns auch gleich mal an, wer da gekommen ist. Franz Lehmkühl. Oh Gott, da wird er gehasst. Ist aber auch ein Radikaler. Die kriegen lauter Radikale, ne? Das ist Wahnsinn. Und bei uns brennt's überall. Da brennt der Baum. Ich habe bald schwäbische Zustände in Baden. Das ist so ein Ding, ne? So, jetzt habe ich aber wegen dem Event schon wieder vergessen, was ich gucken wollte. Ach ja, hier. Warum steht hier denn 1 plus 1? Das Ding ist doch gebaut worden, oder? Ach, eine Woche noch. Eine Woche noch? Warum sehe ich dann kein Symbol mehr? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ach, da hinten. Na, jetzt ist sie ausgebaut. Okay, die Bleimine ist auch da. Was sagt der Investitionsfonds? Ist fast leer. 50.000 sind noch drin. Das ist schön, aber mein Bausektor braucht jetzt auch weniger Geld. Nur noch in Anführungszeichen 14.000. Das ist aber immer noch jede Menge. Dann gucken wir mal in die Bleimine. Ja, die wird jetzt besetzt. Leute hat es dafür genug. Die Qualifikationen in der Ostschweiz sind vorhanden. Das ist okay. Das passt. Wir haben auch die Nummer 1 Bleimine der Welt. Die werden wir definitiv bis 30 ausbauen wahrscheinlich, weil Blei ist sowas, daran fehlt es auch immer. Ne? Daran fehlt es auch immer. Wir arbeiten Dynamit, wir arbeiten mit der Kondensationspumpe und mit dem Zug. Das ist alles okay soweit. Okay, der Preis sinkt aber. Der war bei plus 75. Jetzt ist er nur noch bei plus 45 und es ist noch nicht voll besetzt. Das heißt, ja, und der Wochensalto steigt auch. Das ist ja der absolute Wahnsinn, ne? Ich glaube, ich lege da gleich noch eine Stufe drauf. Da können wir so richtig Geld verdienen, glaube ich. Die Bleimine kann so richtig durchfeuern. Das gibt hohe Gehälter und viel Wohlstand. Und das kommt uns ja wieder entgegen. Genauso wie die Papierfabrik. So, und dann gucken wir hier mal in den Krieg, was hier läuft mittlerweile. Oha! Gerade ist vorbei. Habt ihr das gesehen? Da stand minus 100. Jetzt haben wir es gerade fast verpasst. Und die Bayern verlieren auch. Die sind ja auch schon bei minus 33. Da ist ja auch schon vorbei. Ja, wobei, noch ist es nicht durch. Der Preuße sinkt auch runter. Mal gucken, was da passiert. Aber damit müsste Hessen eigentlich eingenommen sein, oder? Es sieht so aus. Ne, Frankfurt ist verschwunden von der Karte, gehört jetzt zu Preußen. Ja, unser hessischer Zugang hier ist nämlich auch weg. Übrig ist jetzt nur noch Hessen-Kassel. Oh weh, oh weh. Bin mal gespannt, wann die Preußen uns angreifen. Und was ist hier noch übrig? Bayerisch-Rheinland, okay. Naja. Naja. Krass. Okay. Naja, das werden wir mal vorsichtig beobachten. Also der Preuße, der besiegt hier sowieso alle. Das ist ziemlich hässlich. Wir müssen mal unseren eigenen diplomatischen Zustand angucken auf der Karte. Da könnten wir vielleicht auch noch was tun. Also Frankreich findet uns super cool. Die Österreicher, da könnten wir nochmal wieder was tun. Beim Russen und bei den Briten eigentlich auch. Vielleicht sollten wir hier nochmal...
Oh ne, geht gar nicht mehr so viel. Okay, zu Preußen können wir sowieso nichts machen, die hassen uns. Wir probieren es nochmal, aber meistens... Ach so, nee, wir waren ja schon dabei. Hoppla. Mein Fehler. Wir arbeiten ja immer noch an den Beziehungen zu Preußen. Sie sind mittlerweile positiv. Die waren mal bei minus 30 oder so in den letzten ein, zwei Folgen. Mittlerweile sind sie positiv. Vielleicht lassen sie uns dann auch in Ruhe. Und hier tobt ja eine Riesenschlacht. Aber das verliert er einfach, ne? Die plus 67 Offensive, das ist halt heftig, ne? Das ist halt heftig. Der Bayer hat da überhaupt keine Chance. Ja, und was tobt hier unten für ein Krieg? Frankreich und Italien, was ist da denn los? Ach, da unten. Hier haben wir Frankreich gegen Algerien. Das sind aber... Ach nein, das ist Frankreich gegen Italien, oh Gott. Hier, und was haben wir hier? Hier haben wir Montenegro gegen Serbien. Oh, wei, okay. Die wollen sich ja auch gegenseitig auf die Mütze hauen, aber die Franzosen besiegen zumindest die Italiener, so wie es aussieht. Da tobt überall Krieg, das ist ja Wahnsinn, ne? Wobei der Franzose hier verliert. Hier verliert er auch. Ist nicht so deutlich. Gucken wir mal. Gucken wir mal, die Papierfabrik ist fertig, die Bleimine nächste Stufe auch schon. Das läuft ziemlich gut. Ist auch schon voll besetzt. Hat nichts geändert. Papier ist nach wie vor schweineteuer. Aber wir machen ordentlich Gewinn. Also das muss man dem Ganzen tatsächlich mal lassen. So, die Mine ist auch ausgebaut, ne? Wo sind wir zu Hause? Hier. So, in der Bleimine werden auch mehr Leute angestellt. Kriegen wir den Bleipreis. Wo benutzen wir Blei eigentlich? Verwendet in Glashütten, Elektrofabriken und Munitionsfabriken. Eine Glashütte haben wir doch irgendwo, oder? Ja. Benutzen wir hier Blei? Ja. Okay, Glas ist plus 24, Porzellan plus 30. Auch hier könnten wir noch was tun, aber die arbeiten halt mit Blei und Färbemittel. Das ist halt, glaube ich, das teuerste Material, was du haben kannst, ne? Oh wei. Oh wei. Das ist halt schon so ein Ding, ne? Aber ansonsten sehe ich aktuell nicht. Die Eisenmine, bei der Eisenmine ist halt immer das Problem, dass Eisen lustigerweise gar nichts wert ist. Das ist so das Einzige, was überhaupt nichts wert ist. Das kommt natürlich meinem Stahlwerk zugute, weil Stahl ist okay mit plus 5% und das kommt dann wahrscheinlich unseren Motorenwerken zugute. Ja, aber Motoren sind immerhin bei plus 17%. Das wundert mich jetzt tatsächlich, dass die nur so leidlich produktiv sind. Weil Stahl ist eigentlich ganz okay. Ja, okay. Hm. Naja, da muss man mal gucken. Also ihr seht hier immer, man kriegt hier immer schön angezeigt, wenn wir jemals mit dem Gedanken spielen, eine Zollunion zu verlassen, könnt ihr vorher schon gucken, an was es euch dann mangelt und an was nicht. Ne? Also ihr seht hier... Ich komme mit der Maus nicht rüber. Guckt oben in der vierten Zeile. Saldo in Baden. Ihr seht, also was rein Baden betrifft, produzieren wir 64 plus 64 Stahl. Ja? Also da hätten wir überhaupt keine Mängel. Was Motoren betrifft, produzieren wir plus 35. Hätten wir auch keine Mängel. Und das ist halt auch so das Ding, wenn du jetzt beim Papier guckst, da haben wir in Baden einen Saldo von plus 220. Aber Papier ist schweineteuer, weil es halt überall verwendet wird. Und jeder sich in der Zollunion da was krallt, ne? So, wir haben die Gummimastikation freigeschaltet. Es gibt eine Gummiplantage, damit können wir sowieso nichts anfangen. Führt zu Anilin und zu Vulkanisierung. Ja, das ist uns auch erstmal egal. Woran forschen wir eigentlich aktuell? Am Drehventilmotor, okay. Und warum geht das so ewig? 21 Monate, das dauert ganz schön, ne? So, dann gucken wir mal in die nächste Reihe, weil mit hier werden wir dann fertig. Da kommen jetzt noch die Dampfhilfsaggregate. Das ist auch nicht verkehrt. Das ist für unsere Minen gut. So, und dann gibt es Kondensatoren. Ah, da kriegen wir dann die automatischen Webmaschinen, die elektrischen Nähmaschinen. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Schichtarbeit.
Schichtarbeit ist eine feine Sache. Das ist, gibt plus 20 Skaleneffekt auf die Gebäudestufendeckelung. Klingt, also das ist ein, so ein schöner deutscher Begriff, ne? Skaleneffekt Gebäudestufendeckelung. Ja, also das ist so eine typisch deutsche Wortkonstruktion. Dahinter versteckt sich nichts anderes. Wenn ihr in eure Produktionsindustrie guckt, dann habt ihr hier unten einen Durchsatz. Und dieser Durchsatz erhöht sich mit jeder Gebäudestufe. Allerdings gibt es da natürlich eine Deckelung, sonst wäre der Durchsatz irgendwann auf einem gigantischen Niveau. Und da gibt es eine Deckelung für. Also irgendwann erhöht sich der Durchsatz nicht mehr durch das Upgraden des Gebäudes und der wird halt durch diese Forschung um 20 erhöht. Ja. Mehr versteckt sich da nicht. So, was haben wir denn hier? Das Verfahren von Großherzog Leopold pfuscht er mir schon wieder dazwischen. Die radikale Regierung hat Großherzog Leopold von Baden eingekerkert und organisiert hastig ein Verfahren. Der erwartete Ausgang dürfte ein Schuldspruch mit anschließender öffentlicher Hinrichtung sein. Uiuiui. Schuldig, lang lebe die Republik. Oh, das kam im Zuge der Parlamentarischen Republik. Hoppla. Okay, minus 10 auf alle und er stirbt. Aber wir wechseln instant auf Parlamentarische Republik. Ach du Scheiße. Das ist keine Gerechtigkeit. Wir bekommen dann 15% Erlassungserfolgschance dazu. Oha. Aber dafür auch plus 20% Erlassungszeit. Die aktuell sowieso bei 500 Tagen liegt. Das ist halt übel, ne? Wow. Oh je. Damit sinken die Kleinbürger auf minus 10, die Kirche sinkt auf minus 30 und die Grundbesitzer auch auf minus 30. Ich glaube, dann scheppert's, ne? Oha. Oha, das ist heftig, ne? Wir haben immer noch die Agrarismusbewegung, die Revolution blockiert. Guck mal, wie extrem die Monarchie-Heinis sind hier unten. Sollen wir das mal ausprobieren, was da passiert? Das hatte ich noch nie. So. König schuldig gesprochen, König getötet, hingerichtet, öffentlich. Wir haben die... Wir haben die Parlamentarische Republik beschlossen. Die Monarchie ist dahin. Und jetzt ist einiges passiert. Wir müssen mal gucken, dass wir das jetzt aufgelöst kriegen. Pass mal auf. So, König Leopold von Baden ist gestorben. So. Die Streitkräfte, da passt das noch. Die Kleinbürger sind jetzt bei minus 15. Die sind ziemlich stinkig. Die Landbewohner sind auch ziemlich stinkig. Ludwig von Baden ist gestorben. Ja, und so. Und die Grundbesitzer sind auch stinkig. Oh, mehr wie minus 20 geht sowieso nicht. So, und jetzt kommt das Spannende. Die Interessensgruppe Grundbesitzer war einst einflussreich und ist jetzt randständig. Wir haben jetzt die Grundbesitzer niedergerungen, mehr oder weniger. Wenn ich jetzt in die Regierung gucke, sehen wir hier unten, die Grundbesitzer sind raus mit 4,1%, genauso wie die Kirche. Die sind auch beide wütend. Die könnten uns aber nicht mehr jetzt wenig gefährlich werden, denke ich, in der Größenordnung, hoffe ich zumindest. Die Landbewohner, ja, jetzt müssen wir allmählich gucken, dass wir unsere Regierung wieder in den Griff kriegen. Wir könnten jetzt mal gucken, wenn wir die Gewerkschafter reinholen, haben wir jetzt nämlich eine 100% Legitimität in dieser Truppe. Ah, die kriegen wir aber nicht rein, weil die Kleinbürger wütend sind. Okay, dann geht erstmal nix. Huch. Dann müssen wir das erstmal so lassen. Dann gucken wir nochmal in unsere Gesetze. So, wir haben jetzt eine parlamentarische Republik. Das finde ich super. Wir haben allgemeines Wahlrecht. Wir haben Multikulturalismus. Wir haben eine völlige Trennung. Schön wäre jetzt noch eine gewählte Verwaltung. Da müssen wir aber erst... Dafür bräuchten wir die... Ja, nee, das wird nichts. Das brauchen wir aber auch nicht zwingend. Wir erhöhen dann nochmal ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob ich die Kleinbürger unbedingt stärken möchte. Ja, das lassen wir mal offen. Berufsarmee haben wir schon. Wir bräuchten jetzt noch ein Amt für Inneres. Dann könnten wir auch ein bisschen besser mit diesen Aufständen umgehen, die wir die ganze Zeit haben.
Nationalgarde wäre eins, dann sinkt, ihr seht sie auf der rechten Seite, die Protestbewegungsradikalität und das Fortschrittstempo. Und außerdem hätte ich dann endlich eine Armee, die ich mobilisieren könnte, wenn es zum Aufstand kommt. Aktuell habe ich keine und das ist saugefährlich, ne? Aber das will auch niemand außer den Streitkräften. So, und dann gibt es noch die Geheimpolizei. Die macht es sogar noch ein bisschen besser. Das will aber auch niemand außer den Streitkräften. Und bei den garantierten Freiheitsrechten, die kriegen wir schon eher durch. Aber dazu müssten wir erst Versammlungsfreiheit oder Meinungsfreiheit beschließen. Das wär eigentlich fast das Beste, weil da bekommen wir nicht nur weniger Radikale, da kommen wir als Bonus sogar noch mehr Loyalisten. Ne? Das ist auch nicht verkehrt, aber dazu müssten wir entweder die Versammlungsfreiheit beschließen, was wir tun könnten jetzt. Aktuell sind wir auf der Zensur, was bedeutet denn das? 100 minus 10% Technikverbreitung ist halt schlecht, ne? Minus 40% Unterdrückungsauswirkung auf plus 40 Stärkenauswirkung. Bei der Versammlungsfreiheit ist es nur noch die Hälfte Autorität. Und nur noch minus 30 und plus 30. Das heißt, wir... ja. Für mich als Staat ist die Zensur natürlich besser, weil dann kann ich viel besser unterdrücken oder stärken. Ne? Das Ding hier ist... oh, plus 25% Technikverbreitung, das ist halt geil. Ne? Aber der wichtige Punkt hier ist halt, dass die minus 10% Technikverbreitung verschwinden. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. So, die einzigen, die es nicht geil finden, sind die Grundbesitzer und die Kirche. Die finden nie irgendetwas gut irgendwie. Das ist mir aber egal, die sind beide randständig. Wir schieben das jetzt rein. Wir knallen ihnen so viele neue Gesetze um die Ohren, dass sie überhaupt nicht mehr wissen, gegen was sie demonstrieren sollen. Ich glaube, das ist die Taktik, ne? So. Inaktive Handelsrouten. Was ist hier los? Ach, Hessen ist jetzt im Krieg. Das ist natürlich schlecht. Beziehungsweise Hessen gehört jetzt zu Preußen. Damit ist die Route dahin. Wir wollen jetzt unsere Regierungsverwaltung ausbauen. Das müssen wir jetzt als erstes mal machen, damit wir hier mal aus dem Malus rauskommen. Und bei der Autorität haben wir tatsächlich mittlerweile auch Probleme. Da werden wir die Boni abschalten müssen. Wobei ich das hier nicht will. Ich glaube, mit minus 48 können wir leben. Ich denke, das passt. So, die dicke Monarchie bewahren Protestbewegung ist weg. Jetzt haben wir eine neue, die Monarchie wiederherstellen möchte. Und jetzt sehen wir, dass die randständig sind, weil die hat jetzt nur noch 16. Das ist okay. Während die für Agrarismus nach wie vor, die sind ziemlich zäh, ne? Wahnsinn, die kämpfen da mit Klauen und Zähnen für ihren komischen Agrarismus. Den will ich aber nicht. Wirklich nicht. Revolutionswahrscheinlichkeit 63%. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich hätte tatsächlich wirklich gerne... Eine Nationalgarde. Aber die kriegen wir aktuell einfach nicht. Von daher müssen wir damit mal leben. Wohlstand steigt wieder. Wir sind jetzt auf 16,1 wieder. Das passt. Wie sieht es denn in der Ostschweiz mittlerweile aus? 14,1 steigt auch. Ist wieder irgendeine Migration. Noch 32 Monate. Das heißt, wir sind jetzt auf 2,5 Jahren. Das heißt, die Hälfte haben wir durch. Aufruhr ist immer noch bei 60% plus. Das heißt, der ist sehr zäh, ist schwer runterzukriegen. Wo kommen denn aktuell die meisten Radikalen her? Wahrscheinlich aus den Protestbewegungen, ne? Ja. Wir haben fast kaum noch Radikale, ne? Das sind nur noch 15.000 durch Rückgang des Lebensstandards und 5.000, weil der Lebensstandard unter dem erwarteten Minimum ist. Und der ganze andere Rest kommt volles Rohr aus diesen verflixten Protestbewegungen. Während wir minus 73.000 bekommen durch Steigerung des Lebensstandards. Ne? Also, das ist schon nicht schlecht. So, jetzt haben wir hier eine Kampagnenfinanzierung. Die Parteien, insbesondere eine ganz bestimmte Fortschrittspartei, da sind die Industriellen drin, haben in dieser Wahlperiode Mühe, ausreichend Mittel für ihre Kampagnen zu sammeln. So, jetzt ist die Frage, was machen wir mit den Industriellen? Wir können sie... nee, wir werden sie nicht finanzieren. Auf gar keinen Fall. Das Geld haben wir jetzt wirklich nicht. Ich zahle doch nicht 2.500 pro Woche, um alle zu finanzieren.
dass ihr müsst euren Wahlkampf schon selber finanzieren, Freunde. Wie sieht denn die prognostizierte Wahl aus? Oh ja, die Freisinnige Volkspartei mit Gewerkschaft und Kleinbürgern geht durch die Decke. Wahnsinn. Wobei die Kleinbürger jetzt bei neutral sind, null. Wir können jetzt tatsächlich eine dicke Regierung bilden. Das machen wir jetzt auch in 50 Tagen nach der Wahl. Das halte ich für eine ziemlich gute Idee. Die Kleinbürger sind nicht mehr wütend, das heißt, die kriegen wir jetzt rein. Das freut mich, das ist ziemlich gut. Das ist tatsächlich ziemlich gut. Und dann kommen wir jetzt erstmal noch aus dem Bürokratie-Minus hier raus mit der Regierungsverwaltung. Das wäre auch ganz schön. Und wir gucken nebenher nochmal auf unseren Markt, wie es so aussieht. Wir müssten dann allmählich mal auch wieder was für Werkzeuge tun, weil Werkzeuge sind echt wichtig. Werkzeuge sind echt wichtig. Die baue ich auch in der Ostschweiz auf, damit wir dort mal ein paar Arbeitsplätze schaffen. Das reduziert vielleicht die Unzufriedenheit der Leute. Wir werden die Werkzeugfabrik hier vergrößern. Wir haben in Baden zwar auch eine. Die hier ist auch schon auf Stufe 2, aber wir werden jetzt mal für ein paar Arbeitsplätze in der Ostschweiz sorgen. Dann sind die Leute, lassen sie sich vielleicht eher besänftigen. So, die Monarchie-Protestbewegung ist weg. Das war ein kurzes Intermezzo. Jetzt ist immer noch die für Agrarismus da, aber die Revolution ist wieder runter auf 50%. Ich glaube nicht, dass da noch viel passiert. Das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Und dann hoffe ich, dass jetzt die Wahl gut ausgeht, dass wir die Regierung umgestalten können, dass endlich diese Fixpunkte schneller kommen. Dann kriegen wir die Legitimität nämlich auf 100%. Die liegt aktuell nämlich nur bei 67. So, und bei den Radikalen geht es jetzt auch deutlich runter, ne? Ja. Eine Protestbewegung ist weg, eine zweite gibt es noch. Ich hoffe, die löst sich jetzt dann auch irgendwann auf. So, die Regierungsverwaltung ist ausgebaut. Damit müssten wir jetzt auch deutlich mehr Bürokratie bekommen, um dieses Loch da zu stopfen. Und dann werden wir neben der Werkzeugfabrik auch die Bleimine nochmal ausbauen. Da kommt nämlich unser Geld her. So, Bürokratie haben wir eingefangen, das passt. Jetzt ist die Wahl durch. Das heißt, wir müssen jetzt mal vorsichtig gucken, wie wir das machen. Also das Beste wäre jetzt tatsächlich, die Gewerkschaft damit reinzustopfen. Dann haben wir einfach mal straight 100%. Sollte ich irgendjemand rausnehmen? Ich kann sogar... Ah, die Intellektuellen müssen drin bleiben für 100%. Die Industriellen machen keinen Unterschied. Okay, da ist dann die Frage. Wir gucken mal in die Gesetze. Wo brauchen wir die Industriellen noch? Sonst schmeiße ich die nämlich raus. Für die gewählte Verwaltung brauchen wir sie nicht. Für eine Nationalgarde, das sind fast alle dagegen, ne? Das kriegen wir nicht hin. Also wenn, dann müssen wir die garantierten Freiheitsrechte machen und das sind die Streitkräfte dagegen. Wenn wir Freihandel wollen, das sind tatsächlich die Gewerkschafter dagegen. Das ist ein bisschen ungünstig. Freihandel wäre auch noch so ein Ding, wo ich Lust drauf hätte. Und dafür brauchen wir die Industriellen, okay? Kopfsteuern bleiben, Kolonialamt gedönst, das ist eher was für die Streitkräfte, ne? Oder die Industriellen. Das heißt, da könnten wir sie auch noch brauchen. Bei einer Berufspolizei ist es nicht wichtig. Beim Gesundheitssystem... Das sind sie dagegen. Da wäre es schlecht, wenn sie in der Regierung wären. So, Versammlungsfreiheit kriegen wir gleich. Wie sieht es bei der Grundschulpflicht aus? Da haben sie auch was dagegen, die Industriellen. Oh ja. Bei den Frauenrechten. Das stört sie nicht. Und ansonsten bei der Sozialhilfe. Da haben die Industriellen auch ein Problem damit. Die haben bei viel mehr ein Problem damit, als dass sie uns helfen. Das heißt, ich schmeiße die Industriellen raus und wir machen jetzt eine Regierung aus Gewerkschaftern, Kleinbürgern und Intellektuellen, haben eine Legitimität von 100%. Zack. So. Das gefällt mir sehr gut. Entsprechend, das ist auch entsprechend dem Wahlergebnis, dem letzten. Ich glaube, das passt soweit ganz gut.
So, wir bauen hier hinten noch an der Bleimine jetzt und an der Werkzeugfabrik. Das ist ganz schön. Und dann sollten wir vielleicht mal gucken, was hätten wir denn noch oben offen? Eine Munitionsfabrik wäre noch offen. Wie sieht es denn mit Munition auf dem Markt aus? Geht so. Geht so. Habe ich schon teureres gesehen. Auch Handfeuerwaffen und Artillerie ist nicht so teuer. Wie schlägt sich eigentlich meine Waffenfabrik? Ja, das habe ich gedacht. Wie ich gerade sehe, dass das nichts wert ist, haben wir genau das Problem hier. Das könnte sich lohnen. Macht die Handfeuerwaffen aber noch günstiger. Und dann brauchen wir noch mal mehr Stahl. Ja, das lohnt sich aber auch überhaupt nicht. Das Zeug ist halt nichts wert, ne? Also unsere Waffenfabrik hat tierische Probleme, weil das Zeug alles nichts wert ist. 35 Handfeuerwaffen machen wir hier. Wenn ich hier umstelle, machen wir 25 weniger. Das ist halt fast nichts mehr, ne? Vielleicht ist so eine Mischung vielleicht ganz gut hier. Ja, nee, die kriegen wir nicht ans Laufen. Also solange Waffen absolut nichts wert sind, kriegen wir das Ding nicht zum Laufen. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Die Tuchfabrik hingegen läuft. Und was ist das Problem der Motorenfabrik? Oh, Stahl wird ziemlich teuer, ne? Motoren sind auch teuer, aber Stahl wird halt gerade richtig teuer. Weil Kohle ziemlich teuer ist. Eisen kostet nach wie vor nichts, Kohle ist ziemlich teuer. Vielleicht wäre es gar keine verkehrte Idee. Haben wir in der Ostschweiz auch eine Kohlemine? Leider nicht, ne? Die norddeutsche Bevölkerung migriert nach Süd-Sumatra. Naja, das ist wärmer auf jeden Fall, ne? Strandwetter. Dann bauen wir die Kohlemine nochmal aus. Werden wir auch brauchen. Vielleicht kriegen wir dann den Kohlepreis eher in den Griff. Das heißt, wir sind hier jetzt weiter am Bauen. Blei haben wir mittlerweile ganz gut hinbekommen. Blei ist mittlerweile nur noch in Anführungszeichen bei plus 28. Und die neue Stufe kommt ja gleich drauf. Dann haben wir den Bleipreis wenigstens ein bisschen im Griff. Und jetzt haben wir gleich die Chance auf die Versammlungsfreiheit. Plus 70% Chance auf direkten Erfolg durch die Regierungsumbildung. Das ist ziemlich gut. Dann haben wir nämlich richtig, richtig viel mehr Technikverbreitung. So, da ist es schon. 70% getroffen. Wunderbar. Ja, das ist ja perfekt, ne? Das ist ja perfekt. Die Revolutionswahrscheinlichkeit sinkt. Wir sind mittlerweile bei unter 50%. Wie schreitet die Inkooperierung voran? 25 Monate noch. Aufruhr ist gerade unter 60% gerutscht. Das heißt, er geht auch zurück. Die Radikalen sind jetzt auch nur noch auf... Ah ja, jetzt gehen sie zurück. Jetzt gehen sie zurück. Wir haben zwar immer noch 87.000 aus Protestbewegungen, das ist aber nichts gegenüber den 160.000 oder so, was ich vorher gehabt habe. Das sieht ziemlich gut aus. Das gefällt mir. Ich glaube, wir kriegen das jetzt allmählich in den Griff. Glas ist teuer. Vielleicht müssen wir da auch nochmal was tun. Weil Blei sich jetzt allmählich fängt, ne? Ja. Ich glaube, ich werde die Glashütte auch nochmal ausbauen. Wobei wir aufpassen müssen. Der Investitionsfonds ist leer. Wir sind jetzt wieder dick im Minus. Naja, aber wir gucken. Die Werkzeugfabrik ist fertig. Wird besetzt. Das drückt vielleicht ein bisschen den Werkzeugpreis. Die Bleimine ist besetzt. Krass. Also wirtschaftlich sieht es ganz gut aus. Wir haben mittlerweile, ja, das BIP schwankt jetzt aktuell ein bisschen, aber das liegt halt auch viel an den ganzen Aufständen gedöns, wobei es jetzt deutlich runtergeht. Deutlich. Wir rutschen gleich unter 40%. So, elektrischer Telegraph freigeschalten, das ist schön. Und dann gucken wir nochmal in die Forschung, was aktuell so alles läuft. Wir erforschen ja am Drehventilmotor. Nebenbei kriegen wir noch die Dampfhilfsaggregate. Da können wir gleich mal wieder ein bisschen an unserer Industrie schrauben, wenn das fertig wird. Beim Militär kriegen wir aktuell Panzerschiffe, damit können wir gar nichts anfangen. Und bei der Gesellschaft kriegen wir aktuell, was kriegen wir denn? Die Kameras, das gibt wieder mehr Prestige. Das ist doch schön. Und dann wären so Sachen wie
Menschenrechte eigentlich eine feine Sache. Muss ich sagen, was ist denn Pan-Nationalismus? Mehr Autorität. Auch nicht verkehrt. Investitionsfonds wäre immer noch eine feine Sache. Ich glaube, das werde ich als nächstes angehen. Das gibt uns einfach nochmal richtig dick viel mehr Geld. Und wir bekommen die Börsennotiert-Option bei unseren Fabriken. Was kommt hier jetzt? Kriegsgewinnler. Pazifisten unter der Führung von Johann von Wrede protestieren gegen die Waffenproduktion in Baden. Die macht doch sowieso Verlust. Also, der Laden ist doch sowieso fast tot, oder nicht? Ja, mittlerweile, jetzt hat sie sich gerade wieder ein bisschen gefangen. Naja. So, und was möchten Sie? Stoppt die Gewehrproduktion, bis sich die Lage beruhigt hat. Reduziert die Gewehrproduktion als Kompromiss. Wir werden uns nicht für unsere gute Handwerkskunst schämen. Das stinkt natürlich wieder den Grundbesitzern. Na, komme ich hier rüber mit dem Dings? Die sind ja sowieso wütend, ne? Was ist denn der Gewehrpreis aktuell auf dem Markt? Plus 5, er ist wieder gestiegen. Ja, und die Artillerie ist gar nichts wert, ne? Wieso soll ich jetzt die Handfeuerwaffen einstellen? Das ist das Einzige, warum der Laden gerade Gewinn macht, ne? Für 5 Jahre. 5 Jahre ist halt auch ewigst lang, ne? Ne, Freunde. Die Wirtschaft geht vor. Die Wirtschaft geht vor. Wir lassen uns da überhaupt nichts sagen. Überhaupt nichts. Kohlemine ausgebaut. Perfekt. Jetzt fehlt nur noch die Glashütte. Und dann gucken wir nochmal auf den Markt. Gerade beim Verbrauch. Lebensmittel sind nach wie vor extrem teuer. Kleidung auch. Papier hat sich gefangen. Möbel geht. Holz wird allmählich teuer. Und Hartholz ist sowieso teuer. Das bedeutet, liebe Schweizer, das Holzfällerlager ausbauen. Das wäre wichtig. Getreide hat sich genau auf Null eingependelt. Tuch ist nichts wert, Tickets sind nichts wert, Dienstleistungen sind nichts wert. Ja. Und beim Strom ist nach wie vor das Problem, dass er sündhaft teuer ist, weil, ja, alle Welt Strom benutzt, den wir produzieren. Ne? Ich glaube, die Eisenbahn, naja, die finanziert sich aktuell selbst. Also ich werde noch nicht wieder subventionieren. Das passt schon noch. Ich würde dann, glaube ich, wahrscheinlich nochmal an der Lebensmittelfabrik schrauben. Oder wir bauen in der Schweiz eine Lebensmittelfabrik. Da hat es noch keine. Und da haben wir noch ordentlich Platz, ne? Wir sorgen hier mal für mehr Arbeitsplätze. Das kommt denen doch auch entgegen. Wir stellen hier mal noch eine Lebensmittelfabrik hin. Das geht sowieso eine ganze Weile. Und wir haben wieder Probleme mit Färbemitteln, ne? Ja. Boah, können wir nicht noch was importieren? Nee, ne? 140 aus dem spanischen Markt. Ohne Konvois. Kommen sie ran. Und hier können wir aus dem österreichischen auch nochmal 25 holen ohne Konvois. Bitte, bitte los. Rest können wir nicht machen, weil wir keine Konvois haben. Bitte ran damit. Ich meine, das wird nicht viel bringen, aber wir gucken mal. Wahnsinn, ne? Wahnsinn, ja. Tuchfabriken, Glashütten und Papierfabriken. Und irgendein Nasenbär exportiert noch Färbemittel, ne? Wer auch immer das ist. Färbemittelplantagen? Ah, das in irgendwelchen französischen Kolonien, nehme ich an, ne? Vielleicht müssen wir auch allmählich mal selbst anfangen zu kolonisieren. Aktuell läuft kein Gesetz. Wie sieht es denn mit dem Kolonialsystem aus? Ach so, dafür brauchen wir die Streitkräfte in der Regierung. Und die Industriellen, die haben wir ja rausgeschmissen, ne? Da ist aber kaum jemand dagegen. Könnten wir probieren. Könnten wir probieren. Freihandel ist noch nicht. Ja. Grundschulpflicht ist nicht, weil wir dafür die Menschenrechte brauchen. Das wäre gut für unsere Bildung. Ein Sozialsystem könnten wir einführen. Wobei das einen Haufen Bürokratie kostet. Und Geld natürlich. Irgendwo muss es ja herkommen, ne?
Oder halt die garantierten Freiheitsrechte. Ja, 64% Leute. Die nehmen wir mit, ne? Es reduziert nochmal ordentlich die Radikalen, erhöht nochmal ordentlich die Loyalisten und verringert auch die Revolution. Ich glaube, viel besser können wir es dort eigentlich nicht haben. Und das ist ja auch das Baden, in dem ich wohnen möchte, ja, mit garantierten Freiheitsrechten. So muss das schon sein. So, Protestbewegung hat sich aufgelöst für den Agrarismus. Wir haben es ausgesessen, Leute. Wir haben es erfolgreich ausgesessen. Der Revolutionsbalken ist weg. Ui, was ist denn hier hochgegangen? Habt ihr das gesehen? Ha! Der Völkerfrühling wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Revolution siegt. Joachim von Hötzendorf und eine Interessensgruppe haben bewiesen, dass die Ziele ihrer Bewegung, radikaler, in Baden erreichbar sind. Das Kabinett von Hötzendorf wird uns größere Freiheiten bringen, plus 25 Legitimität. Das bringt uns ja gar nichts, ne? Wir haben ja schon 100. Ich gucke, ich prüfe vorsichtshalber nochmal. Aber wir haben eh schon 100 durch unsere Regierung. Unser Volk gibt uns Macht. Das erhöht die... Oh, 10% werden loyalistischer. Her damit. Her damit. Habt ihr das gesehen? Jetzt sind sie... Boah, auf einen Schlag. 500.000 Loyalisten. Die waren gerade noch bei 300.000, ne? Und nur noch eine halbe... Minus 226.000. Das ist ja Wahnsinn, ne? Okay, jetzt geht's richtig voran. Jetzt sind auch diese ganzen roten Fahnen hier verschwunden. Außer in Mannheim noch, aber Mannheim gehört nicht zu uns, muss man dazu sagen. Ihr seht, hier ist die Grenze. 5% Prestige durch die Kamera. Also, das sieht so aus, als wäre das bei uns, das ist aber nicht bei uns. Monnem gehört nicht zu Baden. So, jetzt gucken wir nochmal abschließend in unsere Bleimine. Plus 23%, das ist, lohnt sich nach wie vor. Zack, drauf, der Holzfäller ist auch ausgebaut. Wir sorgen bei den Schweizern für mehr Arbeit, für weniger Arbeitslose. Jawohl, der Aufruhr ist jetzt auch ordentlich eingebrochen. Nur noch bei 45%. Das war am Anfang der Folge, waren wir bei über 60. Die Infrastruktur wird eng, wir werden eine Eisenbahn bauen müssen. Und die Inkorporierung ist fast abgeschlossen. 1,5 Jahre noch. Das heißt, in Summe läuft es extrem gut. Wir haben ein BIP von 17,2 Millionen. Der Wohlstand ist auch wieder gestiegen auf 16,3. Die Unterschicht ist noch verarmt, aber nur noch ein Zehntel entfernt von 15. Da läuft es auch. Die geben aktuell am meisten aus. Verkleidung, Möbel und Getreide. Da müssen wir dann mal gucken, dass wir in der nächsten Folge noch was tun. Und sobald wir die Schweiz im Griff haben, die Ostschweiz, der Aufruhr weg ist, sie inkooperiert ist, werden wir uns Piemont zuwenden hier unten und gucken, ob wir hier nicht an einen Hafen rankommen. Wir könnten Piemont erobern. Wow, guckt euch das an. Oh, okay, wir können es doch nicht. Das ist ja der absolute Oberwahnsinn. Da haben wir Italien, Parma, Griechenland, Algerien, Marokko und Tripolitanien gegen uns. Gut, die sind alle klein. Aber die Russen und die Österreicher schließen sich unter Umständen noch an. Während sich uns natürlich wieder keiner anschließt. Wir können dann bei den Briten oder bei den Franzosen betteln. Oder bei den Amerikanern. Oh, das wird spannend. Das wird spannend. Aber hier könnten wir uns unseren Hafen holen. Und genau das habe ich vor, tatsächlich. Wobei ich gerade gucke, die haben gar keinen Hafen. Doch, die haben einen Hafen. Ist das der hier in Genua? Da ist so eine komische, das ist so bläulich. Ist Genua ein eigener? Moment. Müsste ich hier nicht einen Hafen auf der Karte sehen? Naja, egal, aber Piemont, man sieht, sie haben einen Hafen. Und das ist das, was zählt, ob man den jetzt hier sieht oder ob das jetzt der in Genua ist, ich weiß es nicht. Ist wurscht. Man kann einen Hafen bauen, also gibt es einen. Von daher ist das unser nächstes Ziel. Aber erst müssen wir die Schweiz in Ordnung bringen und dann gucken wir weiter. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Und bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao.